neue Angriffsvektoren entstehen, Angriffsflächen frei werden. Und wir sind alle sehr gespannt. Das Auditorium ist auch schon voll. Insofern würde ich sagen, fangen wir eine Minute vor der Zeit an. Herr Immer, bitteschön. Gut, ich bedanke mich recht herzlich für die Einleitung. Die Themen, die ich heute vorstellen würde, wären aktuell und zukünftig Bedrohungen. Das war ja vorher schon erwähnt. Aber welche Rolle spielt der Mensch bei den Bedrohungen? Also nicht als Bedrohung, dass halt der Mensch die eigentliche Bedrohung darstellt, aber welche Handlungsweisen führen letztendlich dazu, dass eine nicht bestehende Bedrohung letztendlich dann nachher auch hier zu Problemen innerhalb der Infrastruktur der Unternehmen führen kann. Und der letzte Punkt wären dann mögliche Lösungen oder Lösungsansätze, nicht nur softwarebasierend, sondern hier auch im Bereich des Educations, Möglichkeiten, um dann nachher hier bestimmte Informationen an meine Mitarbeiter oder auch dementsprechend an die richtigen Administratoren weiterzugeben. Aktuelle und künftige Bedrohungen, wo geht die Reise hin? Hier vielleicht mal ein paar Zahlen und Fakten an der Stelle. Es gibt hier unterschiedliche Bedrohungsszenarien. Diese Bedrohungsszenarien waren in der Vergangenheit Trojaner, Malware, unterschiedlicher Art, aber es gibt immer mehr Bedrohungen, die halt wesentlich komplexer aufgebaut sind. Das sind die APTs, die heute in aller Munde sind, mit denen ich halt wesentlich mehr Möglichkeiten habe, innerhalb der Netzwerkinfrastrukturen Angriffe zu initialisieren, Firmen zu kompromittieren, um entweder Daten zu entwenden oder dann nachher auch Daten zu manipulieren und dann auch hier wirtschaftliche oder andere Vorteile innerhalb des Unternehmens zu erlangen. Die aktuelle Zahl hat sich in den letzten Jahren nicht stark verändert, und zwar in den letzten Jahren bis vor zwei, drei Jahren hatten wir eher den Trend, dass es eine Verdopplung der Malware gab. Verdopplung dahingehend, dass halt hier pro Jahr im Schnitt dann 100, 200.000 mehr Bedrohungen am Tag mehr entdeckt worden sind. Im letzten Jahr gab es dann eher den Trend der Stagnation, dass halt hier die Bedrohungen von der Anzahl her hier auf einer bestimmten Größenordnung eingefroren worden sind. Allerdings haben sich die Anzahl der neuen Bedrohungen nichts damit zu tun, dass sich die Komplexität der Angriffsszenarien hier vermehrt haben. Wie gesagt, 325.000 Bedrohungen. Wir haben auch hier aktuelle Reports, wo man hier Informationen einlesen oder sich dementsprechend holen kann, um dementsprechend diese aktuelle Bedrohungslage genau zu monitoren. Eine der Möglichkeiten ist natürlich vorher schon erwähnt, die Verwendung von APTs. APTs werden halt in der Regel genutzt, um dann nachher komplexe Angriffsszenarien innerhalb der Infrastruktur zu initialisieren. Mein Vorredner hatte ja vorher schon ein paar Beispiele sehr gut darstellen können, wie oder letztendlich auf welchen Wege sich APTs innerhalb der Netzwerke einschleichen können. Wir haben halt auch hier in unseren Informationen enthalten auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen APTs. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen bestimmten Bedrohungen? Wo ist der Ursprung? Wo sind letztendlich bestimmte Komponenten dann nachher in diesen APTs vergleichbar oder zu gleichen Zeiten verwendet worden? Diese Beschreibung, wie letztendlich diese APTs aufgebaut sind, was sie bewirken, wie sie letztendlich dann nachher in den Netzwerken sich einschleichen können oder dann auch ihren Schadcode initialisieren können. Dazu haben wir komplexe Beschreibungen aufgestellt. Komplexe Beschreibung dahingehend, hier ist nicht nur kurz die Erwähnung, dass die DLL verwendet wird oder halt der Link benutzt wird, um dann ins System einzubringen, sondern hier sind auch komplexe Beschreibungen der Mechanismen dieser Malware mit hinterlegt, dass ich mir ganz genau ein Bild machen kann, ist eventuell meine Firma betroffen, weil oft gibt es ja die Situation, dass ich einen Angriff in meinem Unternehmen erkenne, den für meine Empfindlichkeiten oder Befindlichkeiten unschädlich mache. Im Nachgang stellt sich aber raus, dass ich zwar bestimmte Vektoren geändert habe, aber der Angriff weiter noch im Hintergrund aktiv ist und letztendlich dann über andere Technologien, die letztendlich hier auch mit ausgeliefert werden, dann weiter initialisiert wird. Dann von den Bedrohungen. In der Vergangenheit war ja oft die Theorie, dass halt nur bestimmte Betriebssysteme an der Stelle betroffen sind. Von neuen Bedrohungen. Es gibt hier in der Vergangenheit immer mehr Ambitionen der Malware-Autoren, auch Betriebssysteme, die in speziellen Bereichen eingesetzt werden, im Serverumfeld eingesetzt werden, zu attackieren, weil genau auf diesen Servern wichtige Daten hinterlegt werden, die für die Angreifer entweder wertvoll im Weiterverkauf sind oder letztendlich dann auch wiederum dann, um die Unternehmen zu erpressen, die diese Daten dann erstellt haben. Und man sieht auch hier auf der Folie, dass zu diesem Zweck, wie gesagt, auch bekannte Betriebssysteme, die sonst nicht oft im Fokus stehen, hier sehr oft missbraucht werden,
um dann Angriffsszenarien entweder vorzubereiten oder in Kombination mit unterschiedlichen Betriebssystemen dann nachher komplett umzusetzen. Was sind die Bedrohungsszenarien? Und zwar ein wichtiger Punkt ist natürlich hier APT, es war eingehend schon erwähnt, ist eine Möglichkeit, um dann Angriffe zu initialisieren. In der Vergangenheit wurden diese Bedrohungen verwendet, um dann Spionage zu betreiben, Daten zu ermitteln oder Manipulation von bestimmten Maschinen oder anderen Steuerungen zu erlangen. In der Zukunft wird es immer mehr Bestrebungen geben, seitens der Angreifer auch hier den finanziellen Bereich zu attackieren. Und da gibt es dann halt Technologien, die eingesetzt werden, um dann zum Beispiel die Transaktion zwischen Geldautomaten dann zu kompromittieren, um dann an die Zugangsdaten oder an die notwendigen Kontodaten heranzukommen. Also auch hier eine stetige Entwicklung in dem Bereich, dass dann Angriffsszenarien, die ursprünglich einen anderen Hintergrund hatten, den Hintergrund der Spionage oder Datenermittlungen, hier genutzt werden, um dann kommerziell den Angreifer Vorteile zu bringen. Weitere Methode ist natürlich, dass ich hier über Sicherheitslücken bestehende Angriffsszenarien entweder vorbereite oder komplett mit initialisiere. Sicherheitslücken, gerade im letzten Jahr hatten wir die ein oder andere Sicherheitslücke, die uns ja gerade in der sicheren Welt der Webserver dann aufhorchen lassen hat. Also es gab ja einige Vorfälle in dem Bereich, dass eine sichere Kommunikation kompromittierbar war. Und genau diese Vorfälle werden auch in der Zukunft immer mehr genutzt, um Angriffsszenarien entweder vorzubereiten oder gezielt diese Webpräsenzen oder die Kommunikation zwischen dem Nutzer und dieser Webpräsenz dann auszuspionieren, um an die wichtigen Daten heranzukommen, die notwendig sind, um zum Beispiel Transaktionen für Geld durchzuführen. Gut, was haben wir noch? Eskalation der Angriffe auf Geldautomaten. Also auch hier an der Stelle ein neuer Trend, der sich immer mehr fortsetzt. Geldautomaten werden auch in der Zukunft immer mehr Angriffsszenarien ausgesetzt sein. Hier wird zum Teil noch Windows XP eingesetzt, um diese Geräte zu betreiben, was natürlich rein vom Betriebssystem her schon etwas problematisch ist, da ja Microsoft als derjenige, der dieses Betriebssystem uns zur Verfügung stellt, diese nicht mehr offiziell patchen kann, gibt es natürlich auch hier bekannte oder unbekannte Sicherheitslücken, die genutzt werden können, um dann diese Angriffe zu initialisieren. Dann Angriffe für macOS ist auch ein Thema, was in den nächsten Jahren immer mehr zunehmen wird. Ein Hintergrund natürlich dieser Angriffsszenarien ist die immer größere Verbreitung von macOS und was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, macOS wird oft in den Management-Etagen eingesetzt, um die täglichen Dinge zu tun, also um E-Mail-Kommunikation zu führen, um dann dementsprechend Aufträge zu verarbeiten, auch geheime Dokumente weiter zu verarbeiten. Und damit sind natürlich die Angreifer hier auf dem Fokus. Die sehen natürlich hier Möglichkeiten, dann nachher an diese Daten heranzukommen. Zumal auch im Bereich macOS oftmals die Strategie genutzt wird, es kann mir ja nichts passieren, es gibt ja keine wirklich relevanten Bedrohungen in dem Umfeld. Muss man so oder kann man so in der Form nicht stehen lassen? Es gibt relevante Bedrohungen, die dann dazu führen, dass dann diese Systeme kompromittiert werden und natürlich dann auch hier ausgenutzt werden können für unterschiedliche Angriffsszenarien. Dann was eigentlich eher ein neuer Trend ist, der Angreifer, also nicht mehr so diesen alten Klischee betrifft, entweder ein Desktop-PC oder dann irgendwo den Server anzugreifen, ist der Angriff der Ticketsysteme, dass hier im öffentlichen Verkehr bestimmte Ticketsysteme manipuliert werden, um einfach an der Stelle an Informationen zu gelangen, gerade wieder Kontodaten zu gelangen, um dann illegale Transaktionen durchzuführen. Also auch an der Stelle ein neuer Trend zu erkennen, dass hier der ganz normale Punkt im täglichen Leben, quasi das Zahlen von bestimmten Tickets dann für die Bahn, für die S-Bahn hier manipulierbar ist. Das nächste Thema, was wir noch haben, virtuelle Zahlungssysteme, ist hier auch an der Stelle ein relativ neues Geschehen, was wir haben, also neue Geschichte, die letztendlich hier genutzt wird, um dann die Zahlung von Gütern zur Verfügung zu stellen. Und gerade dieser neue Trend, bequem und schnellstmöglich Zahlungen zu initialisieren, ruft natürlich auch hier die Angreifer auf den Plan, die in der Lage sind, dann nachher auch diese Kommunikation und letztendlich die Übertragung von Daten anzugreifen, um an die Zugangsdaten, um an die Kontodaten heranzukommen.
Dann Apple Pay, also auch hier Apple an der Stelle immer mehr im Fadenkreuz der Angreifer. Wir hatten jetzt ja vor kurzem hier ein aktuelles Geschehen im Bereich Apple, dass wir hier Probleme hatten mit dem Apple Store, aber auch hier gibt es immer mehr Bestrebungen seitens der Malware-Autoren, sich diesen Zahlungsmitteln oder den Zahlungsmöglichkeiten von Apple anzunähern. Also auch hier ist in Kürze, sind die ersten Angriffsszenarien in dem Bereich zu erwarten. Überall, wo Geld transferiert wird, gibt es immer mehr Bestrebungen, diesen Geldfluss auch umzuleiten. Und dann, das wurde ja vorher schon bereits angekündigt, Internet der Dinge. Es gibt immer mehr Geräte, die hier in der Lage sind, zu kommunizieren. Die Frage ist halt erstmal, warum zu kommunizieren. Okay, warum sollte mir der Kühlschrank sagen, dass er jetzt 3 Grad hat? Das kann ich dann klar von Arbeit aus irgendwo abrufen. Aber es gibt auch viele, viele wichtige Funktionen, die im Haushalt immer mehr genutzt werden. Zum Beispiel das Managen der Heizanlage, das Managen von bestimmten Jalousien, von bestimmten anderen Geräten innerhalb der Infrastruktur, von Privathaushalten, aber auch von Unternehmen. Und genau dieses Managen, was in der Regel über Netzwerke erfolgt, wird immer mehr zum Punkt für Angreifer, um dementsprechend hier an der Stelle dann auch Manipulationen vorzunehmen. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, kann man so in der Form auch nicht außer Acht lassen. Es gibt ja immer mehr managebare Geräte auch im Bereich des Stromverbrauchs. Und wenn ich natürlich hier eine Möglichkeit hätte, eine bestimmte Anzahl von Geräten einer Großstadt zu manipulieren, sodass der Stromverbrauch auf einen Schlag sehr schnell erhöht werden kann oder dementsprechend auch abgesenkt werden kann, haben wir das gleiche Szenario, wie wir es eventuell bei der Sonnenfinsternis hatten, wo dann hier die Kraftwerke oder auch die Betreiber dieser Kraftwerke im Vorfeld viele Maßnahmen ergreifen mussten, um dann genau diese Spitzen zu kompensieren. Also wie gesagt, auch hier natürlich neue Angriffsszenarien, neuer Bereich, Internet der Dinge, Vernetzung innerhalb der Haushalte, aber auch immer weitergehende Vernetzung innerhalb der Unternehmen. Die ganzen Informationen, die Sie jetzt gerade vorher in den Slides sehen konnten, gibt es natürlich auch hier einmal in digitaler Form, aber auch in Papierform bei uns direkt am Stand. Die Präsentationen werden nach diesem Vortrag hochgeladen, also man kann sich diese Links dann nachher zunutze machen, um an die Informationen zu kommen, um dann auch digitalisiert Detailinformationen zu dem heutigen Vortrag zu erhalten. Welche Rolle spielt der Mensch? In meinem Intro hatte ich ja erwähnt, dass nicht nur die Software oder Probleme mit der Software zu einschlägigen Problemen führen können, sondern auch Mitarbeiter, also der Administrator, aufgrund der fehlenden Schulung im Bereich der Sicherheit nicht in der Lage ist, Bedrohungen zu erkennen oder diese dann nachher zu beseitigen, könnte eventuell ein Thema sein. Aber auch die unterschiedlichen Wege, wie heute Malware in Systeme eindringen, die haben sich natürlich massiv geändert. Es reicht nicht mehr aus, Systeme nach außen abzuschotten über Firewall-Systeme, sondern viele Angriffe erfolgen entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt von innen. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt an der Stelle, den halt viele Administratoren heute entgegenstehen. Was natürlich hier ein Riesenproblem ist, natürlich die weitere oder zunehmende Verbreitung von mobilen Geräten, die in der Regel dann nachher auch noch unterschiedliche Betriebssysteme aufweisen, die sich an der Stelle auch schwer managen lassen. Also es gibt halt immer mehr Bestrebungen, auch letztendlich dann nachher über diese Wege in Netzwerke einzubringen, um an Informationen zu gelangen oder diese dann zu manipulieren. Der Anwender hat natürlich hier die gleichen Gefahren wie der Administrator. Teilweise nutzt er eigene Geräte, die er dann mit ins Geschäft mitbringt, eigene USB-Sticks, verwendet diese, um Daten zu transferieren, um eventuell auch Daten, die sie zu Hause verarbeitet haben, die Mitarbeiter wieder im Unternehmen einzuspeisen. Und das ist dann genau das Angriffsszenario, wo oft dann hier die Kompromittierung des Netzwerkes oder der Infrastruktur dann stattfinden kann. Es ist nicht beabsichtigt oder nicht in allen Fällen beabsichtigt, oft auch unbeabsichtigt. Und hier fehlt in der Regel dann nachher auch eine gewisse Sensibilität gegenüber der Daten, die in den Unternehmensnetzwerken eingespielt werden. Was kann Kaspersky tun an der Stelle, um diesen Bedrohungen zu begegnen? Und zwar, wir haben unterschiedliche Ansätze, einmal softwarebasierend, unterschiedliche Suiten, die in der Lage sind, diese Bedrohungen zu erkennen und unschädlich zu machen. Das wäre der Bereich hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite, und das ist eigentlich ein immer mehr zunehmender Punkt, den wir hier an der Stelle ansprechen, ist Intelligent Services, hier die Möglichkeit,
gezielt Administratoren auf ihre Arbeit vorzubereiten. Hier werden Schulungen, Forensik-Schulungen durchgeführt und nicht nur von Trainern, die in der Regel vielleicht Microsoft Office oder andere Sachen in der Form trainieren, sondern von Kollegen, die wirklich hier gezielt aus unserem Malware-Labor abgezogen werden, um diese Trainings zeitnah und letztendlich dann auch speziell auf Kundenbedürfnisse zuzuschneiden, um dann hier an der Stelle auch die Möglichkeit zu geben, diese Einfallstore zu erkennen und letztendlich auch diese Infektion dann nachher unschädlich zu machen. Ansonsten noch weitere Möglichkeiten über Datafeeds. Wir stellen unser Know-how zur Verfügung, die dann halt mit anderen Lösungen genutzt werden kann, um dann zum Beispiel über Datafeeds bestehende Lösungen zu ergänzen, um unsere Malware-Spezifikation in diesem System einzupflegen, um dann zusätzlichen Schutz zu erlangen. Gut, ich wäre von der Zeit her durch, es wäre noch viel mehr zu erzählen. Ein Punkt vielleicht noch, wir sind hier auf der ITSA vertreten, Sie können uns gerne am Stand besuchen, wir können uns gerne über die Themen, die ich vorher bloß anschneiden konnte, unterhalten. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der ITSA. Viel Erfolg und vor allem viele neue Informationen und neue Ideen, die Sie mit nach Hause nehmen. Danke. Ja, herzlichen Dank, Herr Immer. Das war sehr, sehr anschaulich. Wir sehen also, wir sind umzingelt von neuen Angriffen. Aber